Hallo, meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben die letzte Zeit und die letzten zwei Videos, glaube ich, über Jesus in den neuen Alten Testament. Und ich möchte noch heute wieder über das reden, ein klein bisschen. Denn für mich ist offenbar geworden, was Paulus in 1. Korinther auch schreibt, in der Korintherbrief an die Korinther, dass wenn die ihn erkannt hätten, ja, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Das Problem ist, dass die Juden den Herrn in dem Alten Testament nicht erkannt haben. Und genau das Problem ist auch bei vielen heutigen Christen. Und das ist aber sehr wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich heute nochmal drüber reden, aus vielleicht ein bisschen anderen Sichten auch, wie bisher, um da ein besseres Verständnis auch für uns. Denn vieles können wir tiefgründiger erkennen, erfahren. Und das ist, ich denke, für uns Christen sehr, sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir gefragt werden, ja, können wir ganz anders darüber reden. Bevor aber, lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast im Sohn, uns gegenüber. Wir danken dir, dass du den Sohn geoffenbart hast, uns gegenüber. Und wir danken dir, dass wir aus deinem Willen geboren sind, im Sohn, um Erstgeborene zu sein. In den himmlischen Bereich, über die ganze Schöpfung. Vater, verherrliche dein Name in uns. Lass dich loben und preisen, denn du bist ewiglich. Wir danken dir für die Gnade und deine Liebe. Und segne auch dieses Video, segne die Zuhörer. Lass uns Ohren haben, um zu hören. Herr, denn du bist herrlich. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir. Amen. Es ist wichtig zu sehen, es gibt ein großes Unterschied zwischen Altem Testament und Neuem Testament. In erster Reihe ist es wichtig zu sehen, dass wir, wenn wir über Gott sprechen, sprechen wir über eine dreieinige Einheit, und zwar Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist. In Johannes 14, 8 sagt Philippus dem Herrn, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm. Solange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Also wir sehen, dass wer den Sohn hat, hat den Vater. Nur durch den Sohn. Deswegen sagt Jesus, nur durch mich. Es gibt kein anderer Weg zum Vater, nur durch mich. Aber wenn ich den Sohn erkenne, erkenne ich den Vater. Und ohne zu erkennen den Sohn, werde ich auch den Vater nicht erkennen. Und den Sohn zu erkennen in dem Alten Testament ist es wichtig.
weil so kann ich auch das Neue Testament verstehen. Wenn Paulus sagt in den Kolosserbrief, dass Gott hat gefallen in seinen Ratschluss, dass die ganze Fülle im Sohn ist. Ja, dass alles, die ganze Schöpfung durch ihn, für ihn, zu ihm führt und in ihm wohnt. In ihm wohnt. Das Alte Testament, wenn wir so richtig betrachten, spricht immer nur über Gott und Mensch. Es spricht nicht über Gott Vater und Gott Sohn, sondern es spricht über Gott. Es wird als Herr der Herrscharen bezeichnet, als Gemahl. Ich habe das in der letzten Video, das aus Jesaja vorgelesen. Wenn du willst, kannst du nochmal anschauen. Da sagt Jesus, ja, bin euer Schöpfer, euer König. Und auch der Gemahl, was beziehen auf Israel, ja, aber auch auf die ganze Schöpfung. In dem Alten Testament wird es nicht so differenziert. Doch wir sehen, zum Beispiel der Psalmist, der David, hat erkannt, ja, die Männer Gottes wussten eigentlich, ja. Denn David sagt, du, der Herr sagt zu meinem Herr, setze dich zu meiner Rechte. Oder in den anderen Psalmen sagt er, du hast ihn erniedrigt für eine kurze Zeit unter den Engeln. Ja, das ist der Tod des Christus, das Menschwerden des Herrn. Ja, in dieser Zeit wurde er erniedrigt, weil er Mensch geworden ist. Er ist aus seiner Herrlichkeit, die er verlassen hat, ist er Mensch geworden, dadurch erniedrigt unter alle Engel. Aber das Alte Testament spricht eigentlich nur über ich bin Gott, du Mensch, musst du tun, was ich dir sage. Und dafür kriegst du das ewige Leben. Erst in dem Neuen Testament offenbart der Sohn den Vater. Jesus in seinem Leben redet nichts von nichts anderes. Vater, dein Wille. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das war ein Punkt, wo die Schriftgelehrten nichts anfangen konnten, weil sie den Sohn im Alten Testament nicht erkannt haben als Gott. Sie haben missachtet, was in Jesaja 9,5 geschrieben ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst der Friedens. Also, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das haben sie nicht erkannt, dass theoretisch der Gott des Alten Testament ist nicht der Gott der Vater, sondern Gott der Sohn. Ja, aber das ist unvermeidbar, denn wenn man über Gott den Sohn spricht, spricht man schon über Gott den Vater, denn sie sind unzertrennlich. Jesus sagt deutlich, ich bin gekommen,
den Willen meines Vaters zu tun. Und der Wille des Vaters aber hat Jesus in den Alten Testament als Gott, als Schöpfer vollbracht. Auch in den Alten Testament hat Jesus nichts anderes gemacht, als den Ratschluss, den Willen des Vaters vollbracht. Und in dem letzten Video habe ich über seine Herrlichkeit in den Alten Testament, was uns gezeigt wird, gesprochen. Natürlich, der eine kann was damit anfangen, der andere kann nichts anfangen damit, aber das ist sehr wichtig, denn wir sehen, in wem wir heute leben dürfen, an wem haben wir teil, denn wir sind Glieder in seinem Leib. Erst in dem Neuen Testament offenbart der Sohn den Vater. Deswegen auch Paulus, aber auch die 12 Aposteln reden immer, wir danken Gott den Vater, den Sohn. Hier spielt immer die Rolle, die Gott einem gegeben hat. Jesus verlässt seine Herrlichkeit, um den Mensch zu retten, zu erlösen, aus der Macht des Teufels, aus der Macht der Sünde, aus der Macht des Todes. Deswegen sagt Paulus auch in Epheser, Kolosser, ihr wart tot in eurer Vergehung. Ihr wart in der Knechtschaft der Sünde. Und deswegen hat Jesus seine Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen. Und deswegen sagt er, dass der Herr, der den Schatz im Acker sieht und vergrabt ist und geht, gibt alles. Er gibt seinen einzigen Sohn, der aus ihm geboren ist. Ja, um den Acker zu erwerben. Er gibt alles dafür. Denn wenn er den Acker hat, hat er den Schatz für sich allein. In dem Neuen Testament wird jetzt nicht mehr als Gott der Sohn in der Gnade gesprochen, sondern als Gott der Vater. Der Sohn ist als Hohepriester, als Erlöser, als der Weg, als das Leben, ja, als die Wahrheit. Aber wir wissen, er ist aus Gott. Er ist Gott. Aus Johannes Evangelium 1. Damit beginnt Johannes sein Evangelium. Warum ist es auch sehr wichtig, dass es so geschehen ist? Es ist eine weise Ratführung, Ratschluss Gottes. Warum musste es so sein? Wir wissen, Israel wurde für die Zeit auf die Seite genommen und Gott wendet sich an den Nationen. Dann, dazu haben natürlich Israel auch einen Anteil, denn auch Juden dürfen dazugehören. Warum ist es auch wichtig, dass für diese Gnade Jesus Mensch geworden ist? Nicht nur, um uns zu retten. Ist hier, gibt es was Tieferes. Paulus sagt im Römerbrief deutlich, wir als Kinder Gottes. Er sagt nicht, wir sind Kinder des Herrn, sondern Kinder des Vaters. Er sagt Paulus deutlich, denn wir als Kinder sind
nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus dem Willen Gottes geboren. Um das zu ermöglichen, musste Jesus sterben. Deswegen müssen wir auch sterben mit Christus, um mit ihm zu leben. Warum? Wir wissen ganz deutlich, auch in Römer 8, aber nicht nur, dass Jesus der Erstgeborene ist. Der Erstgeborene auch für Israel, aber der Erstgeborene der Schöpfung, das ist im Kolosserbrief, beschreibt Paulus schon in der ersten, zweiten Kapitel sehr klar. Da muss man nachlesen. Auch Epheserbrief sagt Paulus ganz ein Vorgrundlegend der Welt waren wir schon. Warum? Weil Jesus, der aus Gott geboren, der aus Gott ist und deswegen Gott ist, auch Gott ist, wir werden auch Götter genannt, sagt Jesus. Ja? Und da erwähnt er den Psalm, dass durch Gottes Willen, ja, das Wort Gottes hat uns Söhne Gottes genannt, auch als Götter. Denn alles, was aus Gott geboren ist, ist Gott. Und so, dadurch wurde ermöglicht, laut Römer 8, dass wir die Erstgeburt haben. Erstgeburt, Recht im Geist. Denn wir sind im Geist geboren aus Gott und nicht im Fleisch. Das ist ein sehr wichtiges Unterschied. Deswegen sind wir geistliche Wesen und nicht, wir wandeln zwar im Fleisch noch, aber wir denken nicht nach dem Fleisch. Deswegen warnt immer Paulus, ja, dass wir nicht nach der fleischlichen Besinnung wandeln. Deswegen sagt auch dem Korinther, ihr seid noch im Fleisch, ihr denkt nach dem Fleisch. Deswegen streitet ihr und macht, weil ihr nicht im Geist lebt. Und das ist eigentlich die Zeichen, dass ich aus Gott geboren bin, dass ich im Geist denke und handle und nicht im Fleisch, also nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Und deswegen musste Jesus erstmal Mensch werden, Erlösung anbieten, befreien, also die inneren. Der zweite Kolosserbrief sagt Paulus sehr deutlich, er hat entwaffnet alle unsere Feinde. Sagt nicht, er hat gesiegt, sondern er hat sie entwaffnet. Das zeigt die überragende Macht des Herrn über der Feinde. Aber wir wissen, da ist Gott auch am Werk. Denn Gott, der Vater, wird alle seine Feinde unter seine Füße stellen. Und Paulus sagt auch in Römer 16 und auch im Kolosserbrief deutlich, dass im ersten Kolosserbrief, dass er uns unter unsere Füße die Feinde stellt. Ja, und wir treten drauf. Wir sind über ihm. Also der Feind kann uns nichts anhaben. Das ist, was für viele ein Problem ist. Auch den Herrn, unserem Herrn Jesus, in seiner Herrlichkeit und Göttlichkeit in dem Alten Testament zu erkennen. Warum ist es auch wirklich ein Problem? Ein Problem ist es, weil sie den Unterschied nicht machen können zwischen Gott Vater des Sohnes
und Vater seiner Kinder. Und das sind wir. Wir sind Söhne Gottes, Erstgeborene in Christus, Kinder Gottes, Glieder in seinem Leib. Wir sind in Christus eins, in Gott eins. Er ist der Vater. Aber Jesus ist aber der Vater der Schöpfung. Deswegen wird hier in Jesaja gesagt, der Vater der Ewigkeit. Jesus ist der Vater der Schöpfung. Denn er ist der Schöpfer. Das habe ich im letzten Video deutlich mit Bibelversen belegt. Ja, ich bin der Schöpfer, euer König. Ich bin dein Gemahl, dein Schöpfer und so weiter. Und das Problem, dass Jesus auch als Vater genannt wird, ist für viele ein Stolperstein. Jesus, Vater der Schöpfung und Gott, Vater des Sohnes. Und das muss man wissen. Er ist der Vater des Sohnes und nicht Vater der Schöpfung. Er ist der Gott über die ganze Schöpfung. Aber Jesus ist der Vater der Schöpfung. Und dadurch ist natürlich Gott anteilig, weil Gott und Gott Vater und Gott Sohn kann man nicht trennen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hat, hat den Vater. Ja? Denn Jesus sagt deutlich, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und der Ende. Warum? Weil er ist der Anfang der Schöpfung. Er hat es geschaffen durch den Willen Gottes. Kolosserbrief wieder. Denn Gott, des Ratschluss, es hat ihm gefallen, alles für ihn, zu ihm, durch ihn. Punkt. Ich bin der Anfang der Schöpfung und das Ende. Was heißt das? Das Gericht. Wenn es gerichtet wird, dann wird es gerichtet und entschieden über das ewige Leben oder ewiges Verdammnis. Und die, die mit in ewiges Leben übergehen, die gehen auch auf die neue Erde, wo dann Gott, der Vater, Gott über alles wird, denn Gott, der Sohn, wird Gott, dem Vater, alles überlassen. Herrlich. Aber diese Sachen, wer man nicht erkennt, bringt man vieles durcheinander. Hat man nicht richtiges Verständnis über das Alte und das Neue. Und deswegen, weil Gott der Sohn als Vater seine Gebote gebracht hat für Israel, er ist gestorben, damit ist das Gesetz Ende. Weil Gott, der Sohn, in seiner Herrlichkeit so nicht mehr gibt. Er wurde Mensch. Und er hat erfüllt, was der Mensch nicht erfüllen konnte. Und hat das Gesetz erfüllt und es beendet. Deswegen sagt Paulus auch deutlich im Römerbrief, dass die Frau gebunden ist an ihren Mann, solange er lebt. Und Israel war gebunden an den Sohn, aber sie haben ihn nicht erkannt, als er Mensch geworden ist. Dass eigentlich er ist der Vater, er ist der Gemahl, er ist die Schöpfung. Deswegen sagt auch Jesus in seiner Mutterrolle auch, ja, es ist schon interessant, die Vollkommenheit Gottes. Ich habe so oft versucht, wie eine Henne seine Küken euch zu sammeln.
Es ist ganz eindeutig in zum Beispiel die Sprüche 30, sagt im Vers 11, eine Generation, die den Vater flucht und die Mutter nicht segnet. Oder in Sprüche 30, 17, ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet. Aussacken werden sie, denn die Raben am Bach und auffressen die Jungen. Oder Sprüche 29, 3, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater, wer sich aber mit Huren einlässt, richtet den Besitz zugrunde. Also wir sehen, wer den Vater flucht und die Mutter nicht segnet, der Vater-Mutter-Rolle ist in der Vollkommenheit Gottes in sich drin. Und den Vater zu, nochmal, wie schreibt er, dem Vater gehorchen, gehorsam leisten, gehorsam gegen die Mutter, ja, und den Vater zu erfreuen, ja, und da sagt er, wer zum Hure geht. Also den Vater zu erfreuen mit richtiger Anbetung. Und das hat Israel nicht gemacht. Die haben gehurt überall. Und das ist auch, was Gott von uns will, dass wir nicht Hurerei treiben, auch nicht fleischlich, aber auch nicht geistlich. Er ist unser Gott allein. Und das ist wirklich wichtig, denn sonst haben wir kein richtiges Verständnis. Nicht über das Alte Testament, nicht über das Neue. Und glaub mir, viele Christen haben damit ein Problem. Gewaltig. Ich möchte heute noch kurz den Spruch, Bibelspruch aus der Losung von gestern lesen. Sei stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Wer Ohren hat zu hören, der höre, aus Markus 4,9. Seid stille vor dem Gott des Herrn, dem Herrn. Denn der Herrntag ist nahe. Ja, meine Lieben, wir sehen unsere Zeit, die Zeit der Gnade in den Christus als Leib ist zu Ende. Und genau in diesem Tohuwabohu, in dieser Gottlosigkeit, sollen wir nicht teilhaben, sondern sollen wir in die Stille gehen, in die Stille Gottes. Das bedeutet, dass wir in dieser schweren, ernsten Zeit wirklich in voller Hoffnung, in voller Zuversicht und in voller Freude, denn wir wissen, unsere vollkommene Erlösung ist sehr nah. Der eine möge sagen, dass es noch nicht so ist, aber das ist eine Wahrheit, den wir nicht aus dem Weg gehen sollen. Wir sehen eindeutig, dass wir nicht mehr lang haben. Wir sehen aus den ganzen Geschehnissen, was um uns herum passiert. Und der Herr gibt uns ins Zephania 1,7 den Befehl, den Wunsch aus Liebe, seid stille. Seid stille. Und höret, dass eure Erlösung. Eine Erlösung ist nah. Meine Lieben, das, was ich heute auch noch wieder gebracht habe, ist es auch wichtig zu verstehen, auch in das Neue Testament, das Werk der Erlösung, was der Vater von Anfang an geplant hat.
können wir viel tiefgründiger denken. Und wir können erkennen, in welch einer Herrlichkeit wir leben dürfen. Und dafür dürfen wir Gott danken, ihn preisen, ihn loben. Ja. Und deswegen sage ich, wenn der Herr alles aufgegeben hat für uns, sind wir auch verpflichtet, füreinander vieles aufzugeben. Deswegen sagte Jesus, wer dein Hemd will, gib ihm auch die Jacke. Ja, also, versucht nicht gebunden zu sein von dem Irdischen, egal in welchem Bereich das ist. Gott segne uns alle, bewahre uns genau in dieser ernsten Zeit. Lasst euch ermutigen, lasst euch erfreuen im Herrn. Seid fest umarmt und danke für Zuhören, danke für die erbauende Kommentare, E-Mails und so weiter und so fort. Und wenn einer keine Nachricht zurückkriegt, soll mir auch nicht nachtragen sein. Ich hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche ein Handy habe wieder. Es ist jetzt schon unterwegs, aber wie lang dauert und wie, weiß ich nicht. Also, Kopf hoch. Wenn ich das Handy habe, werde ich euch Bescheid sagen. Dann können wir mit den einen oder den anderen wieder telefonieren.